Geladen, hab gerade ein paar mehr oder weniger Schwierigkeiten, will ich nicht sagen. Hab ein Leasingfahrzeug und jetzt ist da die erste Wartung fällig. Und eigentlich ist das mit Wartungsvertrag. Haben die mir hier eine Rechnung hingeknallt, wie so ein, wo ich mir denke, für was habe ich dann einen Wartungsvertrag? Ja, ich glaube, ohne Wartungsvertrag wäre es billiger als jetzt so eben. Da muss ich jetzt noch mal gucken, da habe ich gerade ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. So, komme ich heraus. Ich glaube, das Schild dahinter wird es, glaube ich, kostengleich. Ich bin auch reingefahren hier. Ne? Ich glaube, da kommt ein Auto, oder? Nee, da kommt kein Auto. Das ist wohl Parkposition gefahren. Ach, geht, alles gut. Wie gesagt, da bin ich jetzt gerade ein bisschen am, oder war ich eben ein bisschen am Herumdoktern. Das war gut gemeldet, war es ja, dass es so drückend wird heute. Danke. Gereicht. Danke. Ich sollte das lautes Danke sagen. Geladen habe ich den Cut, den 315.
gestern Morgen erst hier rausgefahren. Eigentlich waren 3 Tage für die Arbeit veranschlagt, aber war nur eine kleine Scheune. Die Bodenplatte blieb drin. Ja, wurde nur außenrum der Stütz quasi, der war etwa 10-15 cm höher. Der wurde weggestemmt und der Rest blieb halt drin. Ja. Zu Hause abgeladen. Als ich leer war, habe ich dann gesagt bekommen, der sollte weiter nach Kaiserslautern. Heute Morgen hieß es, hol ihn mal nach Hause. Egal, ist halt so. Jetzt bin ich irgendwo weg, oder bin gleich im Landstuhl bei Uber. Lade ich jetzt, ich weiß es gar nicht, 9:36 glaube ich war es. Ich mag gucken, dann muss ich dann laden. Wenn ich geladen habe, rufe ich mal an, ob ich den heute noch anliefern soll. Wenn ich den heute noch anliefern soll, dann wieder ein langer Tag.
Alter, wenn du... weiß, dass das E-Bike-Tuning verboten ist. So, mal gucken, wo der Apparat steht, was da ein Werkzeug dabei ist. Das ist da vorne der kompakte sein. Ne? Einen Löffel. Schauen wir mal. Gehen wir rein. Mit Schild. Jawohl. Ich glaube, ich hätte große Tieflader gebraucht. Ich habe mir gerade nochmal den Fahrauftrag angeguckt. Ja, da steht der Bagger ca. 34 Tonnen. Also ich habe den falschen Tieflader dabei. Was heißt der falsche? 34 Tonnen wären ja ohne Probleme machbar. Aber als ich den Bagger gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, dass das also 936 kompakt, meistens um die 39, 40 Tonnen. Und die LMP nimmt immer extra schwereres Kontergewicht. Also das, was näher draufsteht, stimmt meistens nicht. Meistens. Ja, so. Alles soll jetzt mal nach Hause kommen. Vielleicht fahre ich noch was unterwegs. Dass da noch irgendwas ist. Weilerbach vielleicht noch was zu holen ist. Weiß ich jetzt nicht. Mal gucken, was es dann noch gibt heute. Ganz ruhig. Den Bagger, den ich vorhin laden sollte, bei der Liebherr. Ja, hab extra noch mal geguckt. Im Fahrauftrag steht 34 Tonnen, circa 34 Tonnen. Ja, der Bagger hat mit den beiden Löffeln weit mehr als 40 Tonnen. Jetzt zu meinem Disponent quasi gesagt habe, er soll den Auftrag zurückgeben. Fertig. Das ist auch, der muss da auch noch Mitte drin in ein Wohngebiet geliefert werden. Ja. Hab zu ihm gesagt, ich habe auch mit meinem Chef darüber gelabert. Ja, der hat dann auch gesagt, ja gut, komm, gib mir zurück. Weil das ist ja quasi nicht unsere Schuld. Ja. 34 Tonnen hätte ich können fahren mit dem. Da war ich schon mal drin da oben. Allerdings halt mit dem Dreiachser Tieflader. Ja, dem habe ich mich schon gequält. Da oben rein. Ja? Und du musst dann auch, wenn du dann leer hast, musst du dann auch wieder drehen. Und
das geht mit dem Fiat, das geht da oben gar nicht. Das heißt, ich müsste, weiß nicht wie viel Meter, aber viele Meter wieder rückwärts rausfahren und das wahrscheinlich dann zwischen die ganze parkenden Autos durch. Weiß nicht, was die sich manchmal denken. Weiß echt nicht, was die sich manchmal denken. Und ganz ehrlich, da bin ich auch heilfroh, dass ich dann auch die Unterstützung von unserer Dispo und von unserem Chef habe. Die habe dann auch nicht mehr ich, sondern das ist halt, ja, wie gesagt, der Fehler war nicht bei uns. Andersrum wäre es genauso. Andersherum wäre es genauso. Und ich würde mal sagen, wir haben schon öfter Arsch gerettet, als unseren Arsch gerettet wurde. Sagen wir es mal so. Ja, obwohl du dir ein Auge zudrückst. Aber das ist auch schon ein bisschen länger her dann. So. Genug gelästert. Bagger, den ich jetzt hole, der 916, unseren Opa, da war ein Wasserschlauch geplatzt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der geflickt ist. Sorry, ich muss ein bisschen Fenster öffnen. Weiß ich gar nicht, ob der geflickt ist. Da muss ja was passiert sein, sonst werde ich nicht hochgeschickt den Bagger laden. Kamera laden, habe ich wieder verpennt, ne? Trottel. Aber der steht immer noch so wie gestern. Ich glaub nicht, dass der geht. Fast nicht, dass der geht.
30 Grad zeigt momentan an. Hat sich jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht nach Tieflader angehört, ne? Aber was doch der Tieflader. Hydraulikleitung war es nicht. Wenn es ein Reifen gewesen wäre, dann hätte ich Fetzen fliegen gesehen. Ja, also Dienstagabend 4:30. 4:30, ja. Nehme ich mit nach Hause, lade ihn noch ab. Wahrscheinlich vor der Werkstatt oben. Und dann Feierabend. Donnerstagmorgen haben wir es. Ich habe ja quasi gestern, also Ende der letzten Folge, in Heuberg oben den 29 geladen. Der hatte einen defekten Hydraulikschlauch. Sollte ich eigentlich abladen jetzt? Oder erst hieß es abladen, dann wurde der auf meinem Tieflader repariert, quasi der Schlauch getauscht. Jetzt habe ich den noch geladen. Lade ich den Anbauverdichter, lade ich jetzt ab. Lade zwei Lümmel. Den fahre ich dann irgendwo nach Kaiserslautern, an irgendeinen Waldweg. Ich gibt keine Straße.
irgendwo links in dem Waldstück. Da vorne gegenüber von der Ampel. Da muss der Bagger rein. Wie geht's vorne an der nächsten Ampel ab? Links ab. Und dann mal gucken, entweder bleibe ich gleich stehen oder fahre einmal oben durch den Kreisel. Da kommt, wenn du den Berg hochfährst, kommt oben ein Kreisel. Wie gesagt, das ist gleich hier hinten dran irgendwo. Das ist doch der Schießplatz irgendwo da unten drin. Da vorne. Alter, leck mich doch ab. Ja, der Olli ist dabei, ja. Der gelbe Wammes an. Bevor ich einen zweiten Arsch hab. Feuer! Geht der Weg hoch. Ich soll jetzt wieder an den Windpark fahren, wo wir hier die letzte Woche Windräder umgesetzt hatten. Ah, Bad Stein. Fahr einfach weiter, Meister. Soll ich jetzt hinfahren? Ich weiß halt nicht wo, ob ich ohne hinfahren soll oder oben hin. Ja, gleich mal den Kranfahrer anrufen, der sollte ja da sein. Was haben wir denn da noch zu fahren? Und da müsste ich auch gucken, ob ich vielleicht eventuell wieder Paletten brauche.
wir mal. Fahr mal raus, ruf mal kurz den Kranfahrer an. Und dann, wie gesagt, aber die Kranteile sind alle oben, ne? Vielleicht sind noch ein paar Container zu fahren oder so. Das kann natürlich sein, weil da ja einige Materialcontainer und so im Graben standen. Oh, jetzt bin ich zu tief, oder? Ne, ging, okay. Bonkett. Sorry. Weil da einige Materialcontainer standen, stehen. Keine Ahnung. Vielleicht fahre ich von denen. Na, ich bin wieder im Wald. War eben kurz beim Metzger. Der einzige Metzger, bei dem ich halten kann. Hab mir eine Kleinigkeit geholt. Au. Jetzt bräuchte ich doch Paletten. Und jetzt habe ich keine dabei. Der Kollege kommt später auch noch. Den habe ich jetzt angerufen. Der fährt gerade noch Kibbel. Der macht leer und kommt dann auch hier runter. Der bringt mir dann welche mit. Es kann natürlich sein, dass ich die ganze Zeit warten muss hier. Bis der dann irgendwann um 9 Uhr kommt oder so. Au. Ja, genau. Reifen drehen wir mal durch. Ach ja, ich bin sehr tief, ne? Da vorne auf dem Platz kurz anhalten, muss das Tiefbett ein bisschen hochheben. Die Einfahrt ging. Ich weiß ja nicht, ob wir alleine fahren heute hier oder ehrlich gesagt passt mir das auch gar nicht heute, dass wir das hier machen. Gut, ich weiß nicht, wie lange es geht. Wenn wir den ganzen Tag arbeiten, wird bis 18 Uhr gefahren. Aber vorne kann man den Kran stehen sehen. Man wird bis 18 Uhr gefahren. Das Wohnmobil ist weg, okay. Und da vorne, wo der Kran steht, kann ich nicht mehr drehen. Das heißt, wie schon eben gesagt, einen Tod muss ich sterben. Irgendwas muss ich rückwärts fahren. Aussieht, ist aber kein LKW, also hier sind keine LKW-Spuren hier rein. Überlegen, ob wir leer den kurzen Weg nehmen, den direkten Weg durch den Wald runter. Ja, dass wir beladen wieder außen herumfahren und hier runter zu ist dann der direkte Weg. Bin ich am Überlegen. Ja, ich wüsste nicht, wo man drehen kann da oben. Also am Windrad oben eh nicht mehr. Dann wird man leer hier den Weg runterkommen. Hier gehen Spuren, aber keine LKW-Spuren, oder? PKW sein. Noch mal Sperre rein. Ich heb mal hin das Heck ein bisschen hoch. Ach ja, warum lenkst du nicht mit? Warum lenkst du so blöd?
Ah ne, das ist das. Alles gut. Kein Kran. Das ist die Videoüberwachung. Sein, dass ich jetzt erstmal ausziehen muss. Ah, da steht da noch einer. Okay. Meine Baggermatratze geladen. Ich glaube, ich muss wieder drehen. Obwohl, ne, das reicht. Rum wird es nicht reichen. Aber ich habe ja meine Fernbedienung. Vorhin sind wir kurz hochgefahren mit dem PKW. Jetzt muss ich wieder den Kanal wechseln. 13 FM. Mit dem PKW kam man dann an unsere Entladestelle an. Da lagen solche Baggermatratzen. Die haben dann mal ein bisschen gebrannt. Die hat irgendjemand, vermutlich gestern oder schon früher, da jemand ein Feuerchen gelegt. Gut, die haben nicht gebrannt, die haben nur vor sich hingekogelt quasi. Ja, aber war halt Feuerwehr, alles war da. Polizei wegen Brandstiftung und dann wurden noch irgendwelche Boxen, die Jungs brauchen, für den Kran zu bedienen. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Fernbedienungen oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall war da elektronisches Gerät drin und die Boxen waren auch geöffnet. Es hat nichts gefehlt, aber die waren halt offen. Wie gesagt, die Polizei war hier. Jetzt haben wir alle, also heute fahren wir nur Container. Jetzt schon wieder 11, ja, also noch keine Tour gefahren und schon wieder der halbe Tag vorbei. Eine Stunde 10 Minuten hier wieder gestanden, schon halb eins vorbei wieder.
es ist einfach, also das ist mir wirklich kein Job für mich. Ich zwei Container runtergehoben. Schauen wir mal. Als nächstes gibt es dann 40 Fuß Container. Dann muss ich wieder ausziehen ein Stück. Werde ich einen Meter ausziehen, 1,50 Meter ausziehen und dann stehen die noch etwa 20 cm über hinein. Das ist alles im grünen Bereich. Wenn ich gar nicht ausziehe, dann steht er 1 Meter über etwa. Also so um den Dreh. Dass das jetzt schneller geht, dass das jetzt besser geht. Hey. Auch nur, ich habe keine Familie zerrissen, weil im Container unten drin saßen Feldmäuse. Ganz süße Dinge. Sahen auch noch relativ jung aus, ne? Also ich hoffe nur, dass sie vielleicht weil ich ja zeitlang geparkt hatte neben an der Seite, dass er runtergesprungen ist und wieder zu ihrer Familie zurück. Aber ein Kollege hat mir auch gerade gesagt, er hat auch gerade eine Maus auf dem Tieflader gehabt, musste sie runterschmeißen. Er wollte wieder mitfahren. Ach nee, was ein Scheiß, oder? Ich muss schon über Mäuse reden. Schauen wir mal, ich werde jetzt vorfahren. Kerzen gerade vorfahren, falls da keine Container stehen, und dann einmal rückwärts um den Kran, den man hier stehen sieht. Im Moment sieht man nicht stehen. Was ist hier oben schon wieder? Da steht ein Fahrzeug drin, da oben im Feldweg. Der steht neben an der Seite, so wie es aussieht. Vorne am Windrad unten neben dem Mast kann man unseren Kran sehen.
eigentlich, ne? Heute staubt es nicht so. Ah, der Kran steht da vorne jetzt, okay. Der steht jetzt hier vorne. Deshalb hat es ein bisschen länger gedauert. Hier vor, fahr dann rückwärts einmal um den Kran. Das sollte passen nochmal. Dann steht das Auto hier, egal, das sollte trotzdem passen. Der Kollege hat auch so gedreht, sorry fürs Piepen. Ist gleich weg. Matratze, die haben wir jetzt. Ich glaube, ich wäre schon beim ersten Mal vorbeigekommen. Egal. You can put the car here more to this side? Of course. Thank you. Of course.
So, 16 Uhr vorbei, 10 Abgleich. Bin heute fertig, brauche morgen auch nicht mehr zu kommen. Ein Kollege fährt noch eine Runde. Ich fahre jetzt noch hier runter, mach meinen Tieflader wieder, schiebe alles zusammen und verräume meinen Kram. Und dann mache ich auch Feierabend für heute.